Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei meinem Let's Play von Wessel. Episode 6 müsste das sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, lang, lang ist's her auch, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich kann mich noch dran erinnern, das letzte, was ich hier erreicht hatte, war ein Upgrade für meine Pumpe, beziehungsweise mehrere Upgrades. Ich kann mit meiner Pumpe, kann ich jetzt Wasser einsaugen, Protoplasma habe ich einen Tank voll und hier die zwei verschiedenen Düsen habe ich. So, und mein Ziel war es, wenn ich mich richtig entsinne, irgendwelche Teile, irgendwelchen Zubehör außerhalb der Fabrik zu finden, um weitere Upgrades für meine Spritzpistole zusammen zu basteln. So. Ja, anscheinend brauche ich hier ein Upgrade, mit dem ich ganz hoch spritzen kann, um hier durchzukommen. Deswegen gehe ich jetzt mal in die Fabrik. Ah, anscheinend wollte ich diese Teile in der Fabrik suchen, nicht außerhalb von der Fabrik. Ich dachte, dass ich die ganze Zeit schon in der Fabrik wäre. Und da haben wir auch schon unseren ersten Protokolleintrag für heute. Kaputte Maschinen. Der erste Punkt auf der Tagesordnung hier ist, so viele Öfen wie möglich zu finden und zu reparieren, da sie durch nicht richtig funktionierende Fluros beschädigt wurden. Ich kann zu gefundenen Maschinen, die ich nicht sofort reparieren will, leicht zurückkehren, indem ich meine Plankarte benutze. Sobald alle Maschinen wieder funktionieren, kann ich Zugriff auf den Fabrikkern im Obergeschoss erlangen, wo sich die Problemquelle befinden soll. Es ist nicht möglich zu sagen, was mich dort erwarten wird. Ah, es wird spannend, es wird spannend. Also, was müssen wir denn so alles reparieren? Ich gehe mal davon aus, dass dieses orange leuchtende Zeug irgendwas Heißes ist. Was mir ganz böse Aua machen würde, wenn ich es berühren würde. Vielleicht, vielleicht funktioniert da ja die andere Spritze ein bisschen besser. Hui. Das war knapp. So, was wird hier denn gemacht? Es wird hier hin und her katapultiert. Autsch! Ah, das wollte ich nicht. So. Einmal nach oben. Wahrscheinlich ist das geschmolzenes Eisen oder sowas in der Art. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ich hier jetzt finden werde in der Fabrik. Was die Fluros denn so verrückt macht. So. Den Tank noch schnell auffüllen und hoffen, dass ich weit genug springen kann? Ja, kann ich. So. Ja, da hätte ich den Tank ja gar nicht auffüllen müssen. Autsch! Da war ich wohl nicht vorsichtig genug. Tja, und so schnell kann es gehen, dass ich jetzt auch hier bei Wessel die ganze Zeit sterbe. Na, hoffentlich aber nicht die ganze Zeit. Nein! Da war schon wieder eine Lücke. Auf ein neues. Wieder mit der anderen Spritze.
So, hier gibt es ja zum Glück immer was zum Auffüllen. Na, wenn ich denn dazu in der Lage wäre, da drauf zu springen. So. Das hat hier ja fast schon so Ansätze wie bei Super Meat Boy, wo man alle 5 Sekunden mal stirbt. So. Diesmal aber gleich beim ersten Ansatz. Das war tatsächlich knapp am Ende. Aber ich hab's geschafft. Jubel. Okay, Tür aufgemacht. Aber erst noch den Wassertank füllen. Das scheint sehr nützlich zu sein hier in diesem Level. Nein, gestanzt wollen wir hier nicht werden. Ah, au, 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 au. So. Irgendwas kann ich hier an- oder ausschalten. Ah, Wasser. Wie schön. Ah, und mit etwas Glück überlebe ich das dann hier auf diesem Lift. Na, geht's nicht weiter hoch? Ah, jetzt geht's weiter. Da war noch ein bisschen was übrig. Ah, hey, hey, au, au. Ich überlebe nicht. Ja, jetzt wird Wessel ein wenig anspruchsvoller, wie ich gerade feststellen muss. Hahaha. Und das Spiel ist gerade gnädig mit seinen Kontrollpunkten. Ja. So, überlebt. Oh, jetzt lasse ich mich katapultieren. Oder nein? Erstmal Wassertank auffüllen. Das Wichtigste von allem. Wuhu! Ich kann fliegen! So, und weiter geht's. Immer höher. Ich frage mich gerade, wie groß diese Fabrik sein muss. Oder ist das ein gigantischer Turm? So weit, wie wir jetzt hier schon nach oben gefahren sind. Das sieht doch nach einer Sache für meine Fluorosamen aus. Ah, die ziehen auch Lava an. Das ist sehr interessant. Cool. Ich kann ein Lava-Fluoro machen. Ah, au, au, au. Lava ist böse. Heiß und böse. Meine Erkenntnis des Tages. Auch wenn ich nicht wirklich viel daraus gelernt habe. Ah! Hilft es vielleicht, dass die ganze Lava hier an der Decke dann liegen bleibt? Und nicht mehr nach unten gespritzt wird. Mit etwas Glück. Nein. Was genau will ich hier eigentlich gerade bezwecken?
Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein Lava-Fluoro geschaffen. Ah, und das Lava-Fluoro schaltet mich für mich den Schalter ein. Ich dachte schon, ich muss hier jetzt das ganze, diesen ganzen Raum da unten mit Wasser fluten, damit die Lava zu Stein wird und ich drüber laufen kann. So ist das natürlich viel geschickter. So, Wassertank aufgefüllt. Hui, bam. So, ich weiß noch nicht genau, was ich gerade bezweckt habe. Aha. Gehen wir einfach mal hier weiter. Und tun so, als hätte es diesen Raum nicht gegeben. Einmal den Lift runtergeholt. Inzwischen weiß ich ja tatsächlich, wie die funktionieren. Habe ich hier einen Geheimgang entdeckt? Das sieht interessant aus. Ist es Protoplasma? Am Ende gar. Das sieht doch stark nach Protoplasma aus. Aber dafür muss ich irgendwie da unten Wasser reinkriegen, um die Tür aufzumachen. Ah. Ich wollte gerade sagen, interessant. Dass das Wasser da unten nicht drin bleibt. So, funktioniert es jetzt vielleicht? Versuchen wir es mal so. Wasser da rein und ein Fluorosamen in die Hand und vielleicht ein bisschen langsamer. Dann mit dem Fluorosamen darüber laufen. Das könnte funktionieren. Da ist mein Mauszeiger aufgetaucht. Ja. Komm her, Wasser. Nee, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rennen muss. Schleifen wir ein bisschen Wasser mit uns hier rum. Und tun wir einfach so, als ob wir diesen Raum auch nicht gesehen hätten. Und fahren weiter nach oben. Vielleicht finde ich ja im Laufe des Spiels noch Dinge, die mir dabei helfen, diese Rätsel besser zu lösen. Ein neuartiges Fluoro. Das sah interessant aus. So, ein neuer Protokolleintrag. Fluoro-Evolution. Da wollte ich nicht hin. So. Ich kann kaum glauben, was ich gerade mit eigenen Augen gesehen habe. Dieses Fluoro war nicht so von mir geplant. Ich kann nur schlussfolgern, dass sich die Fluoros in dieser Fabrik an die Lava in ihrer Umgebung angepasst haben. Sie haben in der Tat ihre Form weiterentwickelt. Ich muss ganz genau auf geändertes Verhalten dieser neuen Entitäten achten. Diese scheinbar statischen Maschinen scheinen doch weitaus verformbarer, als ich je gedacht hatte.
Aha, also auch die Fluros können sich weiterentwickeln. Und ein Blick auf meine Uhr sagt mir, dass es für diese Episode nun auch schon so langsam zum Ende kommen wird. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Damit verabschiede ich mich. Macht's gut!